Danke, 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 ehrlich, chill, chill, kommt doch alle runter, chill, chill. Ey, hört auf zu klatschen, ey, komm mal auf, ey, wirklich, komm mal auf, chill. Ja, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück bei Jamo TV. Leute, erstmal, Dankeschön für die 40.000! Ja, Leute, und wie ihr heute schon am Titel erlesen könnt, es wird richtig, richtig peinlich, Leute. Und zwar vor Habiba Habiba, beziehungsweise vor meiner Zeit, wo ich mit YouTube angefangen habe, November und so weiter, hatte ich schon mal ein Musikvideo. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich danach noch abonniert, ne? Aber Leute, ich nehme keine Haftung für dieses Video, wirklich. Ich weiß nicht, ob vielleicht ein paar von euch ihn noch kennen, Leute, von diesen ganzen Mashup-Trends und so weiter. Benat, ja, er war auch in diesem Musikvideo dabei. Also, falls du das Video siehst, es tut mir leid, Bruder. Ja, auf jeden Fall war es einfach eine Sache so unter Freunden und wir haben einfach mal aus Spaß so ein Musikvideo gemacht und gucken, wie es ankommt. Es wird extrem cringe, Leute. Ich freue mich, dass ihr heute alle am Start seid und viel Spaß gleich mit dem Video. Bevor das Video startet, Leute, möchte ich euch auf eine kleine Sache hinweisen. Und zwar mache ich aktuell gerade ein Gewinnspiel. Ich habe diesen Nike Air Force, Leute, heute geschickt bekommen. Der kommt extra aus Amerika. Das ist so ein bunter, Leute. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann. Auf jeden Fall ist der mega fresh. Ihr könnt das auch auf jeden Fall in meiner Instagram-Story sehen. Leute, das Gewinnspiel ist mal nicht auf Instagram. Bald kommt eins auf Instagram. Aber es ist jetzt aktuell gerade auf TikTok, Leute. Das heißt, viele von euch können das safe mitmachen. Ihr könnt alle gewinnen, Leute. Einfach nur das machen, was da unten in den Kommentaren und so weiter steht. Und dann könnt ihr easy so einen freshen, limitierten Sneaker mit einer Autogrammkarte von mir gewinnen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, mein Standardspruch. Holen wir erstmal die AirPods für 300 Milliarden Zillionen Euro raus. Mittlerweile kosten die, glaube ich, nur 50 Euro oder so. Ja, Leute, gestern war ich ja, wie gesagt, unterwegs in Hamburg. Bisschen bei einem kleinen TikTok-Event und so weiter. Wow, 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 Jamo, chill mal. Die wissen noch gar nicht, wovon du redest, Digga. Du machst nie Werbung für Insta und so. Dein Ernst, gerade jedes Mal ich mach Werbung, Digga. Das nervt doch langsam die Leute. Weißt du, was ich meine, Bruder? Nö. Guck dich mal an, du hast 500.000 auf TikTok, Bruder, und du hast noch 40.000 auf Insta. Wallah, wie peinlich ist das? Mach mal jetzt Werbung, Bruder. Du musst 1 Million eigentlich haben. 500.000 auf TikTok, aber Insta 1 Million macht doch gar keinen Sinn, Bruder. Hadi, mach jetzt, Junge. Okay, Leute, wie gesagt, abonniert mich gerne auf Instagram. Ist hier oben eingeblendet, Leute. Wie gesagt, dann kriegt ihr immer alles mit. Alle Umfragen. Wenn ich neue Sneaker kriege, wenn ich deutsches Ausländer mache, wenn ich neues YouTube-Video habe, wenn ich auf TikTok live gehe, dann kriegt ihr alles mit. Deswegen auf jeden Fall ein Abo da lassen, würde mich krass freuen. Okay, Leute, wie gesagt, ich gehe jetzt ein bisschen weiter nach rechts. Ich bin ja, sitze ja schon hier und hier blende ich dann das Video ein. Und ja, genießt es einfach. Es wird richtig cringe, Leute. Aber wie gesagt, es ist offline. Aber ich dachte mir, ich muss wirklich mal euch das zeigen und drauf reagieren. Und dann könnt ihr mir unten gerne in die Kommentare schreiben, ob Habiba 100 Mal, 1000 Mal, 1 Million Mal besser ist. Ich weiß nicht. Das Lied hieß Jetzt kommt unsere Zeit. Mascara Boys feed Bedard. Also wir hießen Mascara Boys. Grüße gehen raus an Valentino. Wir haben noch früher ein bisschen zusammen so YouTube gemacht, auch spaßmäßig, hatten aber irgendwie nur 300 Abonnenten oder sowas, 400 Abonnenten. Ja, schauen wir doch einfach mal rein. Let's go. Boah, Digga, Vans, Bruder. Nein, 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 das wird gleich so peinlich, Digga. Yeah, yeah. Aufgewachsen in einer neidischen Welt. Hier dreht sich alles nur noch um die Leid. Ich hab meine Fans und die reichen mir auch. Wenn welche Fans, sagen, Bruder? Du hast in der Zeit 300 Abonnenten, Nico, Bruder. Machen, ich nimm's in Kauf. Früher war ich nichts, heute bin ich nicht. Früher war ich nichts. Heute bin ich was. Der ist ja richtig arrogant, der Typ. Denn habt ihr einen Traum, so verfolgt ihn auch. Stellt euch der Öffentlichkeit, nimmt Gelächter im Kopf. Früher riefen wir die Chips, dann sie legten auf. Und heute zeigen sie mit dem Finger auf uns drauf. Boah, Digga, früher schon Player und so gewesen. Heute zeigen sie mit Finger auf uns drauf. Und dann okay, Leute, das war meine erste Strophe. Alter. Es ist so peinlich nochmal zu sehen, aber in der Zeit bin ich halt richtig so abgehoben gewesen. Auf irgendwelche YouKnow-Likes, Digga. Oh mein Gott, es war so traurig, die Zeit. Jetzt gönnen wir uns den Refrain, der eigentlich, glaube ich, in meinen Augen der beste Teil des Videos ist. Also trotzdem hat Bedard hier nicht irgendwas Cringes oder Peinliches gemacht, sondern war ganz cool eigentlich. Okay, let's go. Schauen wir mal rein.
Da ist er, Leute. Der Allerechte. Unsere Zeit, alle da seid bereit, unsere Fanbase schreit. Okay, das war der erste Part, der erste Refrain. Jetzt kommt der zweite Part von Valentino. Let's go! Wir haben es geschafft, von unten bis nach oben, doch der Weg zum Thron war hart und verloren. Haben Hilfe gebraucht, aber keine bekommen. Und stattdessen von Freunden nur Gelächter gewonnen. Ab heute scheißen wir auf Fake Friends, Hate und den Neid, weil wir uns haben, uns, die Crew und den Hype. Von euch Hatern lassen wir uns... Welcher Hater, Digga? Viele Freunde lachen uns aus, meinen wir schaffen es nicht, doch es macht... Bruder, wir haben's auch nicht geschafft in der Zeit, weißt du was, Schweine? Und heute zeigen sie mit dem Finger auf uns drauf. Ja, ich glaube, an der Stelle muss ich nicht mehr zeigen, Leute. Aber ich muss sagen, Vedat hat einen guten Job gemacht. Wir natürlich nicht, Leute. Absolut cringe. Ich weiß, ihr kannt das Video nicht, aber ich musste euch es mal irgendwann zeigen. Er ist doch schon ganz witzig und eigentlich ganz gut zu sehen, wie ich mich gesteigert habe, oder nicht? Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Amüsiert euch in den Kommentaren, lasst mal zusammen ein bisschen lachen. Und natürlich wieder Hashtag Glocke aktiv, kommentiert unten in die Kommentare. Ich grüße am Sonntag wieder neue Leute. Und am Sonntag kommt ein richtig cooles Video, Leute. Ich würde sagen, euer Jamo, ich liebe euch, nicht das Gewinnspiel vergessen. Und ciao, ciao.